Hallöchen meine Freunde, weiter geht's mit Let's Play Deponia. Ich mag trotzdem nochmal zum Wassertank jetzt gehen, ich mach das wieder ein bisschen schneller. Und hier trotzdem nochmal Hahn des Wassertanks drücken. Ja, also ziehen. Aber warum passiert da nichts? Das geht ja immer hier zum Gleichen, gell? Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Warte mal, ich glaube, wir müssen das da in diesen Schornstein machen. Oder? In dem Keller ist ja nichts passiert, gell? Wir müssen diese Schutzklappe irgendwie aufbekommen. Weil ich habe hier Löcher reingemacht und ich habe gedacht, dass wir das Ding dann überschwemmen können. Damit wir vielleicht diese Wünschelrute bekommen und mit der Wünschelrute können wir das klare Wasser finden, was wir hier brauchen, denke ich mir. Das klare Wasser. Weil Rufus hat ja erzählt, dass sein Vater Kuwak bei einem Fluss oder so. Ja. Gute Idee, wenn die Ballons nur nicht so schlapp rumhängen würden, wie Wenzel immer. Da hat er sie gegründet, die Stadt. Und dann wird es ja super sein. Das sitzt auch so schon fest genug. Keine Ahnung. Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge, den hat's aber echt mal amtlich ausgenockt. Okay, auch nicht. Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Irgendwie müssen wir diese Schutzklappe aufbekommen. Plus wie, das ist echt doof. Zu Tonis laden und dann hier zu Tonis laden. Hallo. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Ist mal wieder sehr nett drauf. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Warte mal, kommen wir eigentlich zu Tonis Hütte? Genau, da, Tonis Hütte. Ich wollte gerade gucken, wie wir nochmal eigentlich zu unserem Haus kommen. Also zu Tonis Hütte, also auch unser Haus, ihr wisst schon. Weil da gab es da vielleicht da irgendetwas, was wir nicht aufbekommen haben. Es kann sein, dass ich hier irgendwas nicht aufbekommen habe. Hausapotheke. Dietrich. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Ja, vorhin hat's geklappt. Dann fiel ich mit dem Zahnbohrer. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Wie kriegt man die denn auf? Gott sei Dank bin ich ein Geschick. Gott sei Dank bin ich... Okay, dann vielleicht doch nicht Toilettentür. Nö, in Rufus' Zimmer. Da gab's ja alles gar nichts gab's da mehr, ne? Jetzt stehe ich mal wieder auf dem Schlauch. Das ist ja hier. Klares Wasser, energiereiches Wasser. Wie kriegen wir ein Dings hin? Das muss nicht umgefüllt werden. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Nur dem Pfeil fehlt noch das gewisse Etwas.
Mit leeren Ballons ist das witzlos. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Was fehlt in dem Dart-Pfeil? Was fehlt dem Dart-Pfeil hinter Tonis Hütte? Gibt's gar nichts mehr, okay. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Mehr ist wohl nicht zu holen. Vor Tonis Hütte. Ich kann mich aber noch erinnern, dass wir irgendwas nicht aufbekommen haben. Benzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Benzel hat eine Schutz. Ja, sehr toll. Benzel hat eine Sch. Wie kriegen wir diese. Benzel hat eine. Wie kriegen wir diese doofe Schutzklappe weg? Benzel hat eine Schutz. Boah. Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne Zielhilfe würde ich sie glatt verfehlen. Das würde sie nur noch wütender machen. Dann nicht, Dartpfeil. Ich kann Toni doch nicht einfach mit. Ohne Ziel. Das würde sie. Benzel hat eine. In die Gasse, ins Rathaus. Wartenummer. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Falsch! Du kommst als nächstes dran. Vorher ist Wenzel an der Reihe. Aber Wenzel ist doch gar nicht hier. Darum bist du ja auch noch nicht dran. Das ist doch wieder mal typisch. Selbst wenn er nicht da ist, steht Wenzel nur im Weg. Ich habe lange genug gewartet. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Ich hasse Schlangen. Okay, da gab's auch nix. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Extra starker Kaffee. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Türknopf. Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge! Den hat's aber echt mal amtlich ausgenockt. Er schlägt nicht drauf an. Habe ich das Gas etwa falsch dosiert? Ach was, ich weiß schon, was ich tue. Ich brauche ein Gefäß. Wie bekomme ich ein Gefäß? Also woher? Lonzos Kneipe. Kann man da denn das Zeug jetzt einfach so reinwerfen?
Und ich würde sagen, ich gucke in der nächsten Folge, ob ich dieses Zeug einfach reinwerfen kann. Oder ich mach's in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.